Alexander Hillebrand, Meteorologe, ist bei uns im Studio. Hallo Thomas. Was schiebt sich denn da zusammen und wissen wir vielleicht auch schon, wo was momentan passiert? Weil hier in Berlin, wenn man so rauskommt, sieht noch toll aus. Wir sind ja auch im Osten von Deutschland und das Ganze zieht von Westen auf und es wandert auch relativ langsam. Es gibt jetzt schon zum Teil heftigen Regen im Ruhrgebiet. Düsseldorf und Duisburg sind zum Beispiel aktuell schon betroffen. Und das Wesentliche ist natürlich, dass es schon umfangreiche Warnungen gibt, die ich jetzt in den nächsten Minuten erklären werde. Und das erste Bild zeigt erstmal die Wetterlage. Und zwar sehen Sie hier den Regen, wie er von Frankreich her zu uns gezogen ist. Es gibt hier so ein kleines Regentief, das sich hier derzeit über Frankreich und Benelux so einkringelt. Und der erste Schwungregen, der hat schon Nordrhein-Westfalen erreicht und wandert jetzt in Richtung Nordwesten. Und dann kommt aber noch so eine ganze Schleppe mit Schauern, die derzeit im Osten von Frankreich liegen, noch in unsere Richtung. Also wenn mal was aufgezogen ist und der Regen schon wieder aufgehört hat, heißt das nicht unbedingt, dass sie jetzt dann ganz verschont bleiben, sondern wie Sie jetzt sehen konnten, gibt es hier über Frankreich noch reichlich Nachschub. Das hier ist das Tiefdruckgebiet, was diese Lage verursacht. Es bringt hier auf seiner Vorderseite wirklich sehr heiße Luft, aus diesem Grund im Süden von Deutschland heute noch 30 bis regional 34, 35 Grad, also wirklich eine sehr große Hitze, eine hochsommerliche Hitze und dann aber in dieses Tiefdruckgebiet hineingemischt noch unterschiedliche Luftmassen, teilweise kältere Luftmassen, die dann die heiße Luft zum Aufsteigen zwingen und dann besonders heftige Gewitter auslösen. Und aus diesem Grund gelten eben jetzt Unwetterwarnungen genau vom Westen in Richtung Nordosten, weil das ist die Zugbahn des Gewitters und der Unwetter. Es geht hier schon los in Nordrhein-Westfalen, Dortmund, jetzt Unwetterwarnungen, aber eben auch später dann und im Laufe der Nacht dann auch Hamburg betroffen. Also dieses heftige Regen, der wandert in Richtung Nordosten. Aber auch sonst in der Mitte und im Süden können Unwetter entstehen, teilweise kräftige Schauer. Im Osten wird es eher heute Nacht und dann morgen so sein, 50 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Und das sind hier die heftigsten Wettererscheinungen. Teilweise Platzregen, auch über 100 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb sehr kurzer Zeit. Natürlich sehr heftige Gewitter, teilweise Hagel noch mit dabei. Hagel bis zu einer Körngröße von 5 cm und dann aber auch Sturm- und Orkanböen, teilweise über 100 Kilometer pro Stunde. Also die nächsten Stunden werden heftig. Seien Sie wirklich draußen vorsichtig, wenn das Unwetter dann da ist. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.